Hallo Zockerfreunde, ich will euch heute mal eine Mod-Vorstellung machen. Ja, was heißt Mod-Vorstellung? Ein Mod-Tutorial trifft es eher. Nämlich, wie ihr ganz einfach Mods installieren könnt. Ihr seht ja hier Add-ons und Mods. Add-ons, das haben wir hier. Ja, das sind hier Automatron, Wasteland Workshop, Fahrhabe. Da warte ich ja alles noch drauf, ne? Das steht ja hier in Kürze. Aber wo ich eigentlich drauf will, sind die Mods. Das ist das, was ich euch zeigen will. Ihr seht schon, ich habe schon ein paar Mods hier drin. Ich habe da mal so ein bisschen ausprobiert. Allerdings werdet ihr nicht gleich hier landen. Ihr werdet so einen Anmeldescreen haben, wo ihr dann Name und Passwort, also Nickname und Passwort eingeben müsst. Aber dazu müsst ihr euch erstmal registrieren. Und das macht ihr auf dieser Seite hier. Da gebt ihr hier oben euren Benutzernamen ein, was immer ihr eingeben wollt. Ich mache da mal Name Mythos. Gut, ist jetzt falsch geschrieben, das M kommt groß. Ist ja auch egal, ich muss mich ja nicht neu registrieren. Dann könnt ihr hier auch nochmal, ja, könnt ihr eigentlich auch hier euren Nickname, okay, jetzt habe ich hier nur groß. Ich habe, ja, Caps Lock an. So, okay, euren Familiennamen müsst ihr nicht angeben, ich empfehle sowieso nie die realen Namen zu verwenden, sollte nicht im Internet stehen, bin ich so der Ansicht, na gut, hat was mit Vorsicht zu tun, ich bin ein übervorsichtiger Mensch in mancher Hinsicht, so, aber ich denke hier dieser Seite kann man durchaus vertrauen, also ich habe bis jetzt noch keine schlechten Sachen gefunden hier. So, Link mache ich euch natürlich in die Videobeschreibung. So, dann müsst ihr hier E-Mail-Adresse eintragen, das bestätigen, also nochmal eintragen, Passwort auch bestätigen, nochmal eintragen, also ja, dann Lieblingsautors. Na gut, hier könnt ihr noch eine Sicherheitsfrage auswählen, wie lautet die erste Person, die sie geküsst haben? Okay, nein. Gut, geht keinem was an. So, dann könnt ihr hier noch wählen, welche Sprache, in welcher Sprache ihr spielt, whatever. Ne? Dann könnt ihr wählen, welches Land, wo ihr herkommt, hier in diesem Fall Deutschland. Ne? Dann sind hier die Lizenzbestimmungen und was nicht alle. Ne? Das müsst ihr dann hier mit dem Häkchen bestätigen. Dann müsst ihr noch bestätigen, dass ihr älter als 13 seid. Ja, das ist ganz wichtig, sonst kommt ihr hier nicht weiter, da müsst ihr hier noch einen Capture bestätigen. Ne? Kann auch sein, dass ihr da einen Bildercatcher dann darauf hinbekommt, wenn ihr hier drauf kommt. Das kommt ab und zu auch vor. In der Regel ist aber so, wie ich es gerade hatte. Ne? Und dann könnt ihr dann, wenn ihr alles angegeben habt, also hier nichts mehr rot ist, das sind die Sachen, die wichtig sind, dann könnt ihr hier unten ein Konto erstellen. Dann bekommt ihr eine E-Mail. In dieser E-Mail findet ihr einen Link, dort klickt ihr drauf und damit ist euer Konto dann bestätigt. Wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr euch in-game dann anmelden und dann kommt ihr hier zu den Mods. Und dann könnt ihr hier anfangen, hier so ein paar rauszusuchen. Ich will jetzt gerade mal gucken, eine Mod, die am besten nur ein bisschen designmäßig ein bisschen was verändert. Das ist einfach mal, obwohl ich kann eigentlich einfach mal auf irgendeine Mod drauf gehen. Spielt keine Rolle, ich will sie jetzt nicht runterladen. Dann geht ihr hier auf Download. Dann lädt sich das runter. Ich schlage vor, also ich empfehle, zu warten, bis der Download fertig ist, bevor ihr zurückgeht. Ist meine Empfehlung. Ich habe das vorhin, ich bin ein bisschen zu früh zurückgegangen und dann hat das ganze Spiel gehangen. Es funktionierte nichts mehr. Muss nicht so sein. Kann sein. Ne? Also wartet, bis der Download fertig ist. Ne? Also ihr könnt dann hier gucken, was gefällt euch. Hier steht dann auch so ein bisschen dabei, was genau das alles macht. Es ist zwar alles auf Englisch, könnt ihr dann Google-Übersetzer nehmen oder was auch immer, wenn ihr kein Englisch könnt. Ne? Also ich habe hier, warte, was ist denn? Pip-Pong. Custom Pip-Boy Game. Exist. Ah, das macht hier diese Pip-Boy-Spiele. Okay, gut. Dann, ja, hier. Collectors Toy. Ernsthaft?
Okay, Spielzeugsoldaten. Naja, gut. Invisible Dogs. Okay. Tor, Trade, Council, Follow. Ja, keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch? Hier könnt ihr noch mit den Wänden was machen. Okay, das ist hart. Das ist wahrscheinlich hier fürs Gesicht. Gut, ich habe jetzt nicht gelesen. Keine Ahnung, was es genau ist. Ja, ich bin selbst noch dabei. Ultra Realistic Food. Okay. Ah ja, das tauscht die Texturen aus. Also hier, this mod replaced most packet foods such as. Also das tauscht die Texturen von den von dem Essen aus. Das heißt, ihr werdet dann andere Texturen da haben auf Essenssachen. Gut, mehr Bilder sind hier gerade nicht. Glowing Eyes. Aha, glühende Augen. Oh, das ist hart. Okay. Gut, also ihr seht schon, hier sind einiges am Mods. Manche müssen gerade erst noch geladen werden. Jo. Die sind dann in Kategorien aufgeteilt. Manchen Kategorien kommen die mehrfach vor, diese Mods, weil die dann entsprechend zu den Texturen passen. Da müsst ihr halt gucken. Schaut euch einfach mal durch. Wie gesagt, einfach drauf gehen, wenn ihr eine Mod haben wollt. Lest euch am besten auch durch oder benutzt Google Übersetzer, falls ihr kein Englisch versteht. Und wenn ihr das haben wollt, dann auf Downloads. Ihr könnt das auch bewerten, wenn euch die Mod gefällt. Ich habe da jetzt 3 Mods installiert. Moment. So, ich habe da 3 Mods installiert. Nuka-Cola Waits Nothing habe ich reingemacht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe das noch nicht wirklich getestet. Signs of the Times. Das soll Schilder dieser Zeit irgendwie noch hinzufügen. Und das hier, das soll Schilder und Poster noch hinzufügen. Das sind die Mods, die ich so jetzt mit reingemacht habe. Kann ich ja nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Die Mods. Wie gesagt, Link packe ich euch in die Videobeschreibung, wo ihr euch registrieren müsst, damit ihr euch da anmelden könnt und die Mods auch nutzen könnt. So, dann, wenn ihr das gemacht habt, ESC. Also wenn ihr eure Mods ausgewählt habt, ESC. Und dann wird das kurz geladen, dann wird normalerweise das, wenn ihr was verändert habt, das Spiel neu geladen mit den Mods und Einstellungen, die ihr habt. Und dann könnt ihr eigentlich auf ganz normal auf weitergehen. Ich werde jetzt meine alte Spieldatei aufrufen. Moment. Am besten eine, wo ich irgendwo bin, wo ich am bauen kann. Ja, nehmen wir da. Genau. Weil ich könnte zwar jetzt auch weiterklicken, aber dann würde ich spoilern für heute Abend. Das möchte ich nicht, weil heute Abend kommt ja noch eine Folge und da würdet ihr dann was sehen, was ich schon gemacht habe für diese Folge. Das, und spoilern will ich nicht. Gehen wir erstmal hier rein. Hier gibt es nichts zu spoilern, das ist ein alter Spielstand. So, dann gehen wir mal da rein. Da sollten sich ja Schilder und Bilder hinzugefügt haben. Gehen wir mal rein. Teppich, ist da irgendwas Neues dazu? Ich glaube nicht, nee. Nee. Jetzt bin ich ganz raus, ich Depp. So wollte ich. Da müsste es sein. Und zwar, ja genau, das sind die Schilder. Ich denke zumindest, jo, da sehen wir es schon. Da ist schon das erste. So, drehen wir es mal ein bisschen hier. Also es ist schon, wow. Das ist aber ein Riesenschild. Ne? Also ihr seht schon, hier sind echt krasse Schilder überall. Oh Mann, da geht aber viel. Na, drehen wir es mal. Ja. Ja, jetzt muss ich wieder drehen. Also es ist auf jeden Fall, hier sind ganz viele Sachen drin jetzt. Wow. Ist ja krass. Das, also da kann man richtig geile Sachen mitmachen. Auf jeden Fall. Ich werde mir die Mods nochmal durchschauen. Vielleicht finde ich da ja noch ein bisschen interessantes Zeug. Wow. Coal Hill. Okay. Okay. Abernathy Outpost.
Boston Airport, Bunker Hill, Fort Independence. Also irgendwie kann man da auch so Stadtschilder setzen. Jamaica Play. Das ist ja cool. Da könnt ihr sowas dann auch noch setzen. Ich glaube, da ist von jeder Stadt ist da Cook Manor. Ja, das ist von jeder Stadt ist da irgendwie dabei. Ist ja cool. Was? No Ghouls? Och nö. No Ghouls, no Mutants. Nee, weil ich habe ja werdet ihr in der nächsten Folge sehen, warum No Ghouls schon mal gar nicht geht. Ne? Ne? Ah ja. Commonwealth. Also ihr seht hier, was? Ein pink Schild. Da ist nichts drauf. Keine Ahnung, da fehlt wohl die Textur. Ja, die Standardschilder sind auch noch dazwischen teilweise. Aber ihr seht hier übelst, ne? Das ist schon Hammer, was hier dazu kommt bei diesen Mods. Gut, ich will mal gerade gucken, ob die Cola tatsächlich nichts wiegt. Die Nuka-Cola. Hilfsmittel müsste das sein. Müsste weiter unten sein. Nuka-Cola. Gewicht 0. Jo. Das funktioniert also. Nuka-Cola hat kein Gewicht mehr. Ihr seht, das funktioniert. Geile Sache. Okay, ich hoffe, für euch war es hilfreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal und...